Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15. Es ist der Tag 5. Den Tag 4, der wäre dann auch nicht viel früher angefangen, aber die Sachen sind jetzt auf den Feldern fertig und wir können endlich anfangen abzuernten. Also mitten in der Nacht geht jetzt der Bauer aufs Feld. Das Gute daran ist, dass wir dadurch demnächst immer tagsüber abernten können, da wir so gegen 5 Uhr, sage ich mal, fertig sind. Einen Moment, ich muss mal kurz einen Knopf drücken. Da wir gegen 5 Uhr so fertig sein werden, ups, falsche Taste, wird auch die Ernte so gegen 5, 6 Uhr am nächsten Tag fertig sein. Das heißt, wir werden jetzt immer einmal am Tag morgens ernten können. Warum ich schon so früh anfange? Weil ich einfach mal Lust hatte, auch mal eine Nachtaktion zu machen. Wir hatten es ja schon morgens gehabt, mitten am Tag, in der letzten Folge abends und jetzt mal früh morgens nachts. Mit Beleuchtung auch. Die Maschine noch aufklappen, sehe ich gerade. Habe ich da wirklich dran gedacht, letzte Mal die Maschine zuzuklappen. Unglaublich. Ja, da fährt sie auch schon los. Kein Strom. Gott sei Dank, werden wahrscheinlich einige Zuschauer sagen, weil sie wissen, so geht es in den nächsten Folgen, kein Strom zu sammeln. Ich steige da mal hier ein, Handbremse raus, Karre an, Licht auch an. Ja, die Abläufe fangen an sich zu wiederholen, aber so ist das normal. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich glaube Eichhörnchen war es. Oder auch der Bauer in diesem Fall. Oder der Landwirt. Viele sagen ja, Bauer wäre ein Schimpfwort. Wie seht ihr das? Ist das Wort Bauer ein Schimpfwort? Oder ist es einfach nur eine Verniedlichung der Bezeichnung eines Landwirts? Ihr wisst, es gibt hier eine Kommentarfunktion bei YouTube. Die dürft ihr gerne nutzen. Kostet auch nichts. Ist völlig kostenfrei. Und da könnt ihr mit mir darüber gerne diskutieren. Auch über andere Dinge, die sich mit dem Landwirtschaft, mit der Landwirtschaft oder auch dem Landwirtschaftssimulator beschäftigen. So, haben wir schon eine Ehrenrunde gedreht. Ja, das wird entspannt. Rapsernten ist immer Entspannung pur. Totales Relaxing, würde ich sagen. So, den machen wir mal aus, weil wir brauchen nämlich einen ganz anderen Kurs. Nämlich diesen welchen. So, den haben wir auch dran. Ne? Fahrzeug ist klar, ne? Nein, brauchst du nicht automatisch finden. Der ist es. So, dann stelle ich mal den Abfahrer ein. Der macht jetzt auch einen lockeren Job, weil
dauert ja eine Weile, bis der Tank voll ist bei Raps. Ihr wisst, halbes Volumen und so, ne, da dauert es länger, dann bis der Tank voll ist. So, auch hier könnten wir mal Licht anmachen, ist ja duster. Ich hatte früher mal das Real Night Mod drauf, wo es dann so richtig arschdunkel ist. Habe ich aber jetzt fürs Let's Play mal ausgemacht, weil dann würde man ja im Dunkeln gar nichts sehen. Ja, wie gesagt, es wird heute etwas entspannter. Ich werde mal öfters ein bisschen zuschauen. Vielleicht werde ich auch mal zwischendurch mal eins der Maschinen bedienen, aber das weiß ich jetzt noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich werde in der nächsten Folge mal eine andere Dreschmaschine leihen. Ich werde da wahrscheinlich mit dem kleinen Klaas 550 anfangen, dann den 550 TT, den 600er, dann gehen wir rüber in die 750er, 760er, 770er, ich glaube bis zur 780er Baureihe dann mal so durch die Maschinen. Wissen wir auch, wer der Fahrt abtanken können, du Vollhonk. Na egal. Aber wenn er jetzt abtankt, kann er schon mal seine Startposition einnehmen. Schwachkopf. Wo willst du hin? Nein, tu das nicht. Was immer du vorhast, mach es nicht, Junge. Ja, irgendwie jetzt eben. Dachte er sich, er geht bergsteigen. Ey, das darf nicht wahr sein, oder? Ich habe mich schon wieder festgefahren. Also, manchmal sind Curseplay-Fahrer einfach nur, na, ich will es gar nicht sagen. So, probieren wir es mal, mit Allrad hier rauszukommen wieder.
So ein Pappenheinz, ehrlich, unglaublich. So, wenn du hier stehst, stehst du gut. Ich probier's nochmal mit dir, Kollege. Aber mach mir keinen Mist. So, dann wieder zurück in dem hier. Mann, Mann, Mann. Also manchmal laufen die Jungs und machen auch ihren Job, aber manchmal da könnte man die auch einfach nur gegen die Wand hauen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich so wenig mit Curseplay mache. Eigentlich mache ich nur die Abfahrerei mit Curseplay. Alles andere machen entweder die Helfer oder ich mache es selber. So, der kann ja warten. Müsste ja nicht im Weg stehen, oder? Nö. So, den Streifen. Mein Sorgenstreifen, den nimmt er auch ordentlich mit, ne? Ja, das tut er. Ich muss mal kurz den Sound auf meine Kopfhörer ein bisschen leiser drehen. Und schreie ich immer so, das will ich ja gar nicht. Das liegt nur daran, wenn ich dann so an die Gerätschaften ranlaufe, so wie jetzt, dass mir dann laut Hals in den Ohren dröhnt. So. Er macht seinen Job. Sehr schön. Ich hoffe, dass der andere Helfer seinen Job auch macht. Für ihn habe ich noch nichts zu tun. Der kann auch warten. Und damit es nicht zu langweilig wird, dachte ich mir, wir machen mal was ganz anderes. Wir stellen mal Kompost her. Einfach so, spontan, ist mir das eingefallen. Dazu schnappen wir uns. Wir schnappen uns den dafür. Fahren wir einmal jetzt hier runter und sammeln Stroh. Und fahren damit zur Kompostieranlage. Ja, langsam kommt dieses Let's Play auch ans Laufen, nach fast 30 Folgen, aber Entschuldigung, gewisse Dinge müssen einfach getan werden, damit man später auch sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Ich habe bei dieser Map ja nichts vorbereitet, großartig, ich wollte sie ja mit euch zusammen hochspielen. Von daher ist es nun mal so, dass es ein paar Tage gibt, an denen einfach erstmal Sachen rangeschafft werden müssen, die dann verarbeitet werden können. Ich kann euch versprechen, dass es jetzt von Tag zu Tag interessanter werden wird, definitiv. Weil immer mehr Sachen hinzukommen. Als krönender Abschluss kommt natürlich dann meine Hassdisziplin. Das wäre dann die Forstwirtschaft. Da bin ich irgendwie so gut wie gar nicht. Also ich habe es mal gemacht vor einem Jahr oder so, habe ich mal ein bisschen rumgespielt gehabt, aber so richtig gefallen hat es mir damals nicht. Kann aber auch daran liegen, dass es damals sehr verbuggt war.
Vieles soll jetzt gepatcht worden sein. Wir müssen mal schauen. Aber Interesse hätte ich ja schon dran, an dem Thema Forstwirtschaft. So, während das abkippt, schauen wir da einmal rein. Dann sehen wir, wie voll die Anlage ist. Und ich denke mal, wir werden den in dieser jetzt nicht mehr schaffen zu befüllen, aber in der nächsten und im Verlauf des Spiels. So sieht es dann aus. Der Strom wandert jetzt hier rein. Wird dann hier verarbeitet und Kompost kommt raus. Irre, oder? Finde ich auch. Was ich auch irre finde, ist, wie schnell die Sendezeit vorbei ist. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, lasst mir ein Abo da. In diesem Sinne haue ich mich in die Rinne. Bis denne und tschüss.